Thanks. You have to fly, right? Yeah, yeah. Okay. Περιμένουμε ένα λεπτό να ετοιμάσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ για τη συνέντευξη τύπου. Ξεκινάμε κατευθείαν με τις ερωτήσεις σας. Ο κύριος Καραμητρούς. Das war ein sehr großer und sehr wichtiger Sieg für PAOK, einer der größten europäischen. Aber gleichzeitig haben Sie sich nicht qualifiziert. Wie fühlen Sie sich? Haben Sie diesen süßen, bitteren Nachgeschmack? Und wie fühlen Sie sich? A positive emotion. I'm happy for this big victory. The reason why we are here explained until now very well, so you know all this reason. Everybody loves football for this. Because it's not sure the better team win. So we are happy. We was focused. Ich freue mich sehr über diesen großen Sieg. Ich hatte Ihnen auch bereits gesagt, weswegen wir gekommen sind. Und deswegen lieben wir auch Fußball. Es gewinnt nicht immer die größte Mannschaft. Ich freue mich sehr. Wir haben sehr gut gespielt. Defensiv standen wir sehr gut. Durch Konter haben wir versucht, ein Tor zu erzielen. Wir waren konzentriert, wenn der BVB den Ball hatte. Und wir hatten 2 bis 3 Kontrachancen. Dadurch haben wir ein Tor erzielt. Ja, und das ist ein sehr wichtiger Sieg für das Image der Mannschaft. Und wir konzentrieren uns jetzt auf das nächste Spiel am Montag in der griechischen Liga. Αν συμφωνεί με την άποψη ότι η νίκη ήταν συνδυασμός της μαχητικότητας που έδειξαν οι παίκτες του. War der Schlüssel zu diesem Sieg eine Kombination aus ihrer Planung, aber auch aus Kampfgeist? Yes, they. I need first at all said that it's much easier in a football to prepare a game like this, defending and counter-attack. But also, good defending need to be prepared good. But the most and most difficult part of football is how you play when you have the ball. Ja, ich hatte das bereits gesagt, dass es einfach ist, ein Spiel vorzubereiten, bei dem man defensiv gut stehen möchte. Was schwierig ist im Fußball, ist, wie man das vorbereitet, wie man spielt, wenn man den Ball hat. Und ich bin froh, dass alle meine Spieler gut gespielt haben. Wenn ich einen vielleicht auszeichnen würde, dann würde ich sagen, dass der Spieler Simirot sehr gut gespielt hat, sowohl beim letzten Spiel für das Pokal, aber auch heute. Es ist sehr gut, dass wir jetzt einen Spieler gewinnen, der uns Elemente gibt, die wir bis jetzt nicht hatten. Jetzt fokussieren wir uns auf das Spiel am Montag. Ich muss die Mannschaft gut psychologisch vorbereiten. Und zwar nicht, dass wir einfach locker lassen und uns über diesen Sieg freuen, sondern dass wir diesen Sieg quasi als Rückenwind benutzen, um am Montag wieder eine gute Leistung zu zeigen. Wenn eine Mannschaft gegen den stärksten Gegner in der Gruppe, eventuell in der ganzen Europa League gewinnt, warum kommt dann diese Mannschaft nicht weiter? I already analyzed 3-4 times. Das habe ich bereits in der Antwort, das habe ich 3-4 Mal, vielleicht sogar mehr analysiert. Ich könnte es nochmal machen, aber ich glaube, das haben Sie bereits von mir gehört. PAOK ist traditionell sehr eng verbunden mit seinen Fans. Glauben Sie, dass dieser Sieg jetzt die Fans näher zur Mannschaft bringen wird? Ich hoffe es, aber dieser Sieg wird uns natürlich nichts bringen, wenn wir am Montag verlieren. Deswegen muss ich jetzt die Mannschaft so gut vorbereiten, psychologisch, dass wir am Montag wieder eine gute Leistung zeigen und gewinnen. An diese Frage nochmal anschließend, welchen Anteil hatten Ihre Fans Ihrer Meinung nach heute an dem Sieg? Unsere Spieler hören immer die Fans, wenn sie im Stadion sind und laut singen und die Mannschaft unterstützen. Und sie haben immer das Gefühl, dass die Fans hinter der Mannschaft stehen. Ο κύριος Γκίνες. Μετά από ο Παναγιώτης ο Γλύκος έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση.
Der Torwart Glückos hat sehr, sehr gut gespielt, aber er hat sich in den letzten 10 Minuten verletzt und wir haben gehört, dass er wahrscheinlich 2 bis 3 Wochen ausfallen wird. Wie fühlen Sie sich? Robbie will be on the Monday. On the goal. That's all what I can say. Ja, natürlich bin ich enttäuscht. Das finde ich nicht gut. Sicher wird am Montag unser Torwart Olsen im Tor stehen. Das ist sicher. Ja, das passiert halt im Fußball. Es gibt Verletzungen. Ich hoffe, dass er nicht so lange ausfallen wird. In den letzten 5 Minuten hat der Torwart Glikos ein Zeichen gemacht, dass er nicht weiterspielen konnte. Und dann ist der Spieler Ziolis zu ihm gekommen. Dann haben sie mit ihm gesprochen und der Spieler Malesas hat mit dem Torwart gesprochen, hat ihm gesagt, bitte halte durch. Was waren dann Ihre Gedanken in dem Moment, Ihre Planungen? Wen wollten Sie ins Tor schicken? Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich den Ziolis. Ja, wir hatten ja bereits 3-mal gewechselt und dann habe ich, als es passiert ist, habe ich da in meiner Bank nachgefragt, wer ein guter Torwart wäre. Und der Spieler Mack hat mir gesagt, Skondras ist ein guter Torwart. Das Problem ist, dass er aber 1,70 ist. Also da hätten wir vielleicht ein kleines Problem da. Und dann habe ich gedacht, eventuell Sabo. Ich weiß es nicht. Ich würde ungern einen Verteidiger dann ins Tor schicken, um diese Position natürlich nicht leer zu lassen. Also hatte ich wahrscheinlich nachgedacht, entweder Sabo oder Ziolis einzusetzen, auf keinen Fall aber Skondras. Pauk hatte keinen Anreiz zu gewinnen, zumindest was die Punkte betrifft, aber vielleicht doch einen Anreiz gefunden in diesem wunderschönen Stadion mit den Fans hinter seinem Rücken. In Griechenland ist die Situation anders. Die Stadien sind nicht so gut und die Gegner sind viel kleiner. Also wie können Sie Ihren Spielern das Gefühl übermitteln, dass sie weiterhin konzentriert spielen sollen in den nächsten Spielen und trotzdem gewinnen sollen? So, it's a new game every four days. Not easy to be focused because too much games took away focus from the players. But it's part of the job, mine and also the players as a professional. To be ready every game. Wir sind alle professionell und natürlich ist es sehr schwer, wenn man alle 4 Tage ein Spiel hat, konzentriert zu bleiben. Das ist aber ein Teil meines Jobs und des Jobs meiner Spieler, professionell zu bleiben und bereit sein bei jedem Spiel. Und natürlich muss man sagen, dass der jeweilige Sieg nur bis dahin zählt, bis die erste Niederlage kommt oder das erste Unentschieden. Το ίδιο είναι, Γιώργο. Καλησπέρα. Είναι αυτή η μεγαλύτερη νίκη στην προπονητική σας καριέρα? Is this your biggest, the biggest victory in your coaching career? Ah, very big victory. I like victory with Hajduk Split when we won cup, so it's very important for me. Borussia Dortmund is Borussia Dortmund, one of the biggest club in the world. So, I think this is not happen every day. Of course I'm happy. Ναι, είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Μου άρεσε και η νίκη με τη Χάιντουκ όταν πήραμε τον κύπελλο, αλλά αυτή είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ και αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο και αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν συνέχεια. Die Frage, ist das für Sie der größte Sieg als Trainer? Antwort: Ja, natürlich großer Sieg, wichtiger Sieg. Klar, als ich mit Hajduk auch das Cup gewonnen habe, das Pokal gewonnen habe, war auch ein wichtiger Sieg. Aber die BVB ist ja eine der größten Mannschaften überhaupt auf der Welt und natürlich ist das für mich ein sehr großer Sieg. Sie sprachen über die Verletzung von dem Torwart Glikos. Ja, denken Sie daran auch im Hinblick auf die nächste Transferperiode im Januar? Nee, wahrscheinlich nicht, weil der Torwart wahrscheinlich in 4 Wochen zurückkommt. Thank you very much.